So, hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich mich mit dem Felix Schulte zusammengetan. Wir haben uns hier getroffen und wir haben ein ganz spannendes Thema für euch, das gerade meine Kunden auch immer im Auge haben. Und der Felix bringt eine ganz bequeme, sage ich mal, Lösung mit. Welche das ist, werden wir natürlich erst später verraten. Herzlich willkommen, lieber Felix. Vielen Dank. Danke. Felix kommt und wohnt in Berlin, da schicke ich mal liebe Grüße hin. Jeder, der mich kennt, der weiß, ich liebe Berlin, bin ganz gerne da. Lieber Felix, wir sprechen heute über vermögensverwaltende GmbHs. Magst du uns kurz mal erklären, was das überhaupt ist? Naja, also erstmal ist eine vermögensverwaltende GmbH einfach eine GmbH wie jede andere auch, aber die zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben gegründet wird, um Vermögen zu verwalten, wie man ja schon hört, und wird in der Regel von so einer Einzelperson oder einem Paar genutzt, um wirklich Geld anzulegen und ist dann auch nicht operativ tätig. Und Vermögen in dem Fall sind oft Beteiligungen an anderen Gesellschaften, Immobilien oder auch Wertpapiere. Also, du hast gerade gesagt, es ist wie eine normale GmbH, die ist aber nicht operativ tätig. Das heißt, jemand, der das ins Auge fasst, der muss jetzt sich keine Sorgen machen und Gedanken machen, was denn für eine Geschäftsidee er da jetzt anbringt, sondern es ist tatsächlich dafür da, um mit Vermögensgegenständen zu hantieren. Genau, also ich finde auch, das ist ein Geschäftsmodell. Also wenn man eine Immobilie kauft, hat ja auch ein Immobiliengeschäftsmodell. Oder wenn man in Aktien oder Termingeschäfte anlegt, sollte man auch zumindest eine Strategie haben. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Aber es ist jetzt keine operative GmbH in dem Sinne, dass sie irgendwie Waren oder Dienstleistungen erbringt. Wie viel Vermögen ist das denn interessant? Das hängt jetzt extrem davon ab. Also man muss ja erstmal sagen, was die Vorteile der GmbH gegenüber. Man hat ja grundsätzlich immer die Variante, ich halte Vermögensgegenstände in der GmbH als Betriebsvermögen oder ich halte sie privat in Privatvermögen. Und die GmbH hat eigentlich zwei Vorteile. Die hat je nach Anlageklasse deutlich niedrigere Steuersätze, also Immobilien zum Beispiel 15% statt private Einkommensteuer. Wertpapiere wie ETFs 12% im Betriebsvermögen statt 18% im Privatvermögen, Veräußerungsgewinne von Aktien 1,5% Steuern statt 26,375 Abgeltungssteuer und Soli. Und das macht einfach oft sehr viel Sinn wegen der geringeren Steuersätze. Und das Zweite ist, man kann ja eben auch Kosten in die GmbH verschieben. Ja, privat zahlt man ja alles von versteuertem Geld. Die GmbH hingegen zahlt Steuern auf Gewinn. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mein privates Handy über die Firma laufen lasse, dann zahle ich das auch einmal von unversteuertem Geld und das hat einen sehr, sehr großen Effekt. Von daher muss ich jetzt sagen, es hängt sehr von der Assetklasse ab, was du machst. Und man muss auch sagen, die GmbH hat ja laufende Kosten, so ungefähr 2.500 bis 3.500 € im Jahr, wenn du es optimiert hast. Ich habe auch mal viel, viel mehr bei schlechten Steuerberatern gezahlt. Und jetzt kann ich aber so ein paar Faustregeln geben. Ich würde immer sagen, bei Immobilien lohnt die sich so ab 70.000 € Mieteinnahmen, eben um diese operativen Kosten auszugleichen. Bei Aktien würde ich sagen, ab 80.000 € und 15 Jahre Anlagehorizont. Also auch da gilt, je länger man zahlt ja Steuern, wenn man liquidiert, nicht wenn man kauft. Und das heißt, je länger der Anlagehorizont ist, desto mehr Wertsteigerung habe ich ja und desto größer ist die Steuerlast. Das heißt, hängt auch definitiv vom Anlagehorizont ab. Und dann gibt es tatsächlich auch noch so Sonderregeln, zum Beispiel bei Termingeschäften gibt es so eine Verlustverrechnungsbeschränkung im Privatvermögen, die gibt es in der GmbH nicht. Am Ende kommt es drauf an. Wir haben aber tatsächlich auf unserer Website auch Steuerrechner, wo man so richtig all seine Variablen eingeben kann und sieht dann, ob sich für einen eine vermögensverwaltende GmbH lohnt oder ob man besser im Privatvermögen weitermacht. Das ist super. Ich werde ja den Link zu deiner Firma, zu der Right GmbH natürlich hier auch drunter verlinken. Das heißt, da können alle schon mal draufgehen und den Rechner mal ein bisschen ausprobieren und ein bisschen spielen. Du hast gerade gesagt, die Kosten für eine GmbH belaufen sich bei 2.500 € ungefähr im Jahr. Wie kommst du zu der Zahl?
Ja, wir müssen das ein bisschen, also generell ist das so, je mehr ich mit der GmbH mache, desto teurer wird sie. Also vollkommen klar, wenn ich da 40, 50 Beteiligungen drin habe, ist das mehr Aufwand, als wenn ich eine drin liegen habe. Ja. Jetzt muss man sagen, grundsätzlich ist die GmbH ja erstmal eine eigene juristische Person, muss ein eigenes Bankkonto führen, kriegt eine IHK-Zwangsmitgliedschaft und zum Beispiel, wenn ich ein Depot eröffnen möchte, brauche ich ja so eine Laien, Legal Entity Identifier. Das sind also alles so Kleckerkosten. Und dann ist aber der große Batzen tatsächlich administrativ, denn so eine GmbH muss eine eigene Steuererklärung ausfüllen, Erklärungen, mehrere, weil sie verschiedene Steuerarten zahlt. Muss eine Handelsbilanz erstellen, ich muss eine Steuerbilanz erstellen und ich muss eben, das ist ein ganz großer Unterschied, die GmbH muss eben eine ordnungsgemäße Buchführung machen und das bedeutet eben, dass man die doppelte Buchhaltung machen muss für jede einzelne Transaktion, Belegweise und so weiter. Und wir bei Riot bieten ja, also wir haben ja so eine interessante Entstehungsgeschichte. Wir haben eigentlich Immobilieninvestments gemacht mit in so einem Investmentclub und haben unseren Clubmitgliedern immer gesagt, warum investiert ihr denn privat? Nehmt doch eine GmbH. Und dann hatten wir uns damit richtig was eingebrockt, weil auf einmal haben wir uns alle nur noch gefragt, wie das mit der GmbH funktioniert. Woher kriege ich ein Bankkonto? Hast du einen guten Steuerberater? Wie gründe ich eigentlich? Und so weiter. Und wie ich vorhin schon sagte, ich war selbst total frustriert. Ich hatte damals in meiner GmbH so ein 80.000 Euro Aktien-Long-Portfolio und habe dann immer vom Steuerberater eine Rechnung gekriegt. Da standen Stunden drauf. Ich habe keine Ahnung, wie die Stunden zusammenkamen und immer so 10.000 Euro im Jahr. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das geht so nicht. Und weil eben die Kunden uns so viel zur GmbH gefragt haben, haben wir dann gesagt, also entweder sagen wir jetzt allen Kunden, wir können das nicht leisten, weil das ist nicht Teil unserer Aufgabe und das sollte unser Kundensupport auch nicht machen. Oder wir machen die Flucht nach vorne und bieten das als Service an. Und haben dann eben zwei Services gemacht, den Gründungsservice und den Admin-Service. Der Admin-Service wird eben mit Steuerberatern erbracht. Und das ist diese ganze Administration zu Festpreisen. Also wo du wirklich auch vorher weißt, es kostet X. Also so ein Beispiel, wenn du dich als Geschäftsführer anstellst, musst du eine Lohnbuchhaltung machen, das kostet bei uns 120 Euro pauschal. Ja, und nicht irgendwelche Stundensätze, weil das ist immer eine Blackbox. Und um gerade die Wertpapiere zu optimieren, haben wir uns mit einigen Brokern zusammengetan und haben eine automatisierte Wertpapierverbuchung gebaut. Das heißt, wir lesen das Wertpapierdepot aus und verbuchen alles. Und dadurch ist es halt sehr automatisiert. Und wenn ich 2.500 Euro sage, wo es so anfängt, da sind dann eben die Kosten unseres Admin-Services drin, der eben sehr günstig ist durch diese Automatisierung. Ja, dann müssen allerdings oder sollten allerdings auch viele Transaktionen stattfinden, oder? Weil, vergleichend jetzt mit den Kosten, die ich für eine GmbH im Auge habe, die Jahresbilanz kostet ungefähr 500 bis 600 Euro. Wenn wenig Buchungen sind im Monat, liegt man zwischen 50 und vielleicht mal 100. Also da komme ich auf viel geringere Summen. Das heißt also, dass eure Lösung für die Leute ideal sind, die im Monat also nicht nur eine Immobilie vielleicht mit einer Mieteinnahme im Monat haben, sondern Häuserblocks mit 6, 12, 18 Mieteinnahmen monatlich? Ja, wie ich gesagt habe, also es ist, es hängt natürlich einfach von der Größe ab, aber bei Immobilien hast du auch mit den ganzen Nebenkosten und so relativ viele Transaktionen. Bei Immobilien würde ich, wie gesagt, immer empfehlen, 70.000 Euro Mieteinnahmen aufwärts zu haben, um die in eine eigene GmbH zu legen. Bei den Wert, aber was sich besonders gut automatisieren lässt und was aber Steuerberater A besonders schlecht machen und zweitens besonders teuer, sind eben die Wertpapiere. Also wenn du ausländische Dividenden gut schreibst oder wenn du Limit Orders machst, die dann so Stück für Stück ausgeführt werden, dann ist unsere Erfahrung, dass die Steuerberater in der Regel das 4- bis 5-fache nehmen von dem, was unsere automatisierte Lösung kostet. Ja, also wichtig ist, wenn du Wertpapiere hast, dann musst du darauf achten, dass es ordentlich versteuert wird. Da hast du völlig recht. Und viele Steuerberater sitzen selber ja auch gar keine Aktien, komischerweise. Dann sind dann immer so ein bisschen irritiert. Und was richtig eklig sind ETFs. weil ETFs, du hast dann unterschiedliche Fonds werden unterschiedlich besteuert, je nachdem, ob es ein Aktien-ETF ist, ein Mischfonds
oder ein Immobilien-ETF und so weiter. Das heißt, und da gibt es so schwierige Teilfreistellungen und das musst du eben alles ordnungsgemäß verbuchen. Und dann ist es ja auch so, dass dein Broker, wenn du einen deutschen Broker hast, ja auch Kapitalertragssteuer auch bei Gesellschaften abführt, die du dir aber wieder zurückholen kannst, weil du ja gar keine Kapitalertragssteuer zahlst als GmbH. Und wenn du dann noch anfängst, dazu Derivate zu nehmen, wie Optionen etc., um vielleicht auch mal deine Strategie abzusichern, dann steigen wirklich alle Steuerberater aus. Oder wenn du so Stillhaltergeschäfte machst. Und das macht es einfach sehr komplex. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass man, wenn man den richtigen Broker hat, das Depot gut auslesen kann und dann einfach durch so eine Rules Engine laufen lässt und Buchungssätze automatisiert kreieren kann. Ja, und das haben wir eben gebaut. Ja, also es macht dann schon Sinn, wenn man halt eben Auskünfte aus, jetzt fehlt mir das Wort, aus Vermögensgewinn. Aus Kapitalerträgen? Weil wenn man da Einnahmen hat, das eben richtig und sinnvoll zu verbuchen, um eben die maximale Steuerentlastung zu haben. Wir haben uns im Vorfeld schon mal kurz drüber unterhalten, jetzt mal hier an dieser Stelle, warum empfehlt ihr keine UG? Was ja, um das nochmal ganz kurz zu erläutern, was es ist, das ist quasi die kleine Schwester von der GmbH, ist ab ein paar Euro, ich glaube, recht Sinn macht, ab 300 Euro Stammeinlage gründbar, im Gegensatz zur GmbH, wo man 12.500 Euro braucht, um gründen zu können, das dann letztendlich auf 25.000 Euro in Anführungsstrichen aufgefüllt werden muss. Der Vorteil von einer UG ist ja, dass man mit wenig Geld gründen kann. Klingt ja erstmal gut, ne? Ja, aber dann haben wir schon in unserem Vorgespräch festgestellt, klingt gut, ist es aber nicht unbedingt. Nee, gut ist trotzdem kacke, ja. Ja. Also wir sind mit, also meine Mitgründerin, ich habe von Anfang an eine GmbH gehabt, meine Mitgründerin Christine hatte früher eine UG und hat die dann irgendwann gewandelt und das hat nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Aber vielleicht erstmal, es gibt ein grundlegendes Problem bei der UG. Du kannst nämlich Gründungskosten nur bis 300 Euro steuerlich ansetzen. Das heißt, der Rest kommt im Prinzip von dir privat. In der GmbH kannst du bis zu 2.500 Euro Gründungskosten ansetzen. Das heißt, da hast du schon mal den ersten steuerlichen Hebel, weil du ja Steuern auf Gewinn zahlst und die Gründung kostet fast genauso viel. Das zweite Problem mit der UG ist, dass wenn du umwandeln möchtest, also die ist halt darauf ausgelegt, dass du Geld ansparst. Du darfst nämlich nur 75% deiner Gewinne ausschütten und 25% müssen in der Gesellschaft verbleiben. Das heißt, du kommst gar nicht an deinen ganzen Gewinn ran. Es sei denn, du wandelst zu einer GmbH. Und für die Wandlung zur GmbH, also eigentlich jede UG muss irgendwann mal eine GmbH werden. Und das Fiese ist, die Notarkosten für die Wandlung sind höher als die Gründung einer GmbH. Das heißt, du zahlst zweimal die Gründung und die Wandlung. Und du hast eben auch nicht nur die Notargebühren, du hast auch die Registergebühren. Und letzten Endes ist unsere Meinung dazu, dass wenn du mit einer GmbH Geld anlegen möchtest, also zur Vermögensverwaltung, dann sehen wir kein Modell, wo du nicht wenigstens 25.000 Euro brauchst. Also wenn du nur 10.000 Euro hast, damit fährst du keine sinnvolle Aktienstrategie, weil eben die GmbH diese operativen Kosten hat. Ja? Genauso wie mit Immobilien. Es gibt eine Ausnahme, das nennen wir mal das Berliner Gründermodell. Wenn du eine operative Gesellschaft gründest und möchtest nicht direkt beteiligt sein, um den 8b zu nutzen und du hast wirklich kein Geld und deine ganze operative Gesellschaft besteht aus Sweat Equity, dann kann eine UG als Holding Sinn machen. Aber wirklich zur Vermögensanlage ist das am Ende der teurere, kompliziertere Weg. Ja, du hast es schon gesagt, die Umwandlung, da ist der Knackpunkt. Das hab ich leider von zwei Kunden von mir selber gehört, die eine UG gegründet haben und dann das Stammkapital voll hatten und wollten umwandeln. Und hierbei war der Knackpunkt, du musst ja darlegen, woher kommt denn das Stammkapital? Und obwohl es nachweisbar aus dem Inneren des Unternehmens kam, gab es da ganz viele Nachfragen und Komplikationen, so dass der Steuerberater dann gesagt hat, grundsätzlich rät er, Geld auszuzahlen und dann von einem separaten Konto den Nachweis zu erbringen, jetzt kommt das Kapital wieder da rein. Also, ja.
Also da schon mal ganz kompliziert und dann freuen sich deine Kunden garantiert auf die Rechnungen, die dann vom Registergericht und vom Notar kommen. Also ja, tatsächlich einmal eine GmbH gründen ist unterm Strich billiger als UG gründen und umwandeln. Ja, das macht viel weniger Arbeit. Ja, das auf alle Fälle. Also ich hoffe ja noch, dass für Leute, die jetzt nicht für die Vermögensgewalt vermögensverwaltende GmbH, dass Leute, die einfach gründen wollen und sagen, ich möchte eine Haftung haben, dass die UG dann weiterhin Alternative bleibt. Ich bin mir da im Moment noch nicht so sicher. Aber wie du schon völlig recht hast, wenn jemand sich Gedanken darüber macht, sein Vermögen über eine vermögensverwaltende GmbH zu gründen, zu halten, dann sollte natürlich auch schon Geld da sein, sonst macht das Ganze ja irgendwie auch nicht so viel Sinn. Nun hast du ja gesagt, ihr bietet diesen Service quasi an. Und jetzt meine ganz spannende Frage, warum sollte ich zu euch gehen und euch bitten, für mich die GmbH-Gründung in Angriff zu nehmen, was man ja auch alleine tun könnte? Ja, ich muss sagen, tatsächlich von unseren Kunden gründen auch ca. 70% mit uns. 30% unserer Kunden kommen mit bestehenden GmbHs zu uns und wollen eben unseren Admin-Service. Und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, so eine GmbH gibt es an jeder Straßenecke. Ne? Es gibt ja hier in Berlin an jeder Ecke Notar und du kannst überall gründen. Und ist auch günstiger als mit uns. Was wir allerdings im Gründungsservice drin haben, ist nicht nur die notarielle Gründung, sondern wir erstellen auch die Eröffnungsbilanz, wir machen die steuerliche Anmeldung beim Finanzamt, wir beantragen Legal Entity Identifier, wir helfen bei der Depoteröffnung, bei dem Broker und wir koordinieren auch die Eröffnung des Girokontos. Und so eine GmbH hat einfach viele Schritte, wenn man sie wirklich voll einsatzfähig haben möchte. Ja, jetzt, ich rede, wie gesagt, nicht nur von der notariellen Gründung, das ist ja nur ein kleiner Teil davon. Und es gibt eben viele Kunden, die sich sagen, sie möchten sich damit nicht beschäftigen und sich da einlesen und dann eben auch Anträge selber schreiben oder den Steuerberater selbst aussuchen. Und das sind dann eben Kunden, die sehr gerne unseren Gründungsservice nehmen, weil sie dort eben Schritt für Schritt durch den ganzen Prozess geführt werden und wir auch viel davon übernehmen. Ja, das heißt, als reine Arbeitszeit für den Gründer ist das halt deutlich reduziert. Aber wir nehmen auch gerne jederzeit Kunden auf, die selbst gegründet haben. Und wir nehmen auch immer wieder Bestands-GmbHs auf von Kunden, die mit ihren bestehenden Steuerberatern nicht zufrieden sind. Ja, Steuerberater ist ein Thema, was teuer sein kann. Das hat mich auch schon schwer getroffen mit nicht so guten Steuerberatern. Wir können ja mal die Schritte durchgehen bei der GmbH-Gründung. Also du bist der Fachmann, du sagst, wie es geht. Das ist jetzt die Frage, wie detailliert wir reingehen wollen. Aber grundsätzlich muss man sich erstmal überlegen, was soll die GmbH machen? Also will ich die jetzt für Immobilien, für Wertpapiere, für Derivate, operativ, Holding, sonst wie nutzen? Das hat natürlich Auswirkungen auf den Geschäftszweck. Da muss man sich natürlich überlegen, mit wem will man gründen, wer wird Gesellschafter, wer wird Geschäftsführer und so weiter. Das machen wir bei uns erstmal über ein Online-Formular. Dann müssen neuerdings, weil es ja immer bürokratischer wird, alle Beteiligten Geldwäsche-Fragebogen ausfüllen. Den füllen wir dann tatsächlich voraus und der wird dann digital unterschrieben. Dann gibt es einen Notartermin. Bei uns tatsächlich nur einen Notartermin, wo man uns eine Vollmacht erteilt. Das heißt, der Termin ist nur eine Unterschriftsbeglaubigung, dauert 5 Minuten. Da koordinieren wir dann auch einen Termin. Dann gründen wir in Berlin tatsächlich die Gesellschaft mit unseren ganzen Musterverträgen, die mittlerweile sehr ausgereift sind. Danach muss dann das Bankkonto eröffnet werden. Arbeiten wir mit 2 Partnerbanken zusammen, Penta und First. Nach Errichtung geht es dann eben auch um die steuerliche Anmeldung. Also eben das beim Finanzamt anmelden. Manche wollen noch atypisch still, das setzen wir dann mit auf. Das ist noch so eine Gewerbesteueroptimierung. Dann wird die Eröffnungsbilanz erstellt, muss das Geld eingezahlt werden, dann reicht man das zum Handelsregister ein, dann wartet man, bis beim Handelsregister eingetragen ist und nach der Handelsregistereintragung wird noch der Legal Entity Identifier beantragt. Das machen wir bei uns auch vollautomatisch. Und dann geht es an die Depoteröffnung und die ist leider ein bisschen komplizierter für GmbHs. Das gibt auch leider
zum Beispiel Trade Republic bietet überhaupt keine Firmenkonten an, also es funktioniert auch nicht jeder Broker. Und da führen wir dann eben auch noch da durch. Und dann in der Regel buchen dann auch alle Kunden unseren Admin-Service, wo dann eben sie ihr Depot anbinden über eine API und wir dann eben die auch diese Wertpapierbuchhaltung machen können, automatisiert. Das hast du eher schon. Ich habe garantiert 20 kleine Schritte vergessen, aber man kriegt, glaube ich, so ein Gefühl dafür. Also ich habe das auch so in Erinnerung. Ich würde dir jetzt mal zustimmen. Der wichtigste Schritt ist ja die Eintragung im Handelsregister, weil dann darfst du ja erst tätig werden. Also auch für eine normale GmbH als Geschäftsin, da darfst du erstmal Rechnungen schreiben. Vorher darfst du keine Rechnung schreiben. Nur bis Kleinstsummen. Und da darfst du tätig werden. Das heißt, dann kannst du wahrscheinlich dann auch erst dein Depot eröffnen und kannst dann sagen, du agierst in dem Namen dieser GmbH, oder? Ja, es ist also zum Beispiel, wenn Leute Immobilien kaufen, ist das relativ einfach, weil du kannst eigentlich direkt nach Errichtung beim Notar beurkunden, bevor du eine Steuernummer hast, bevor du im Handelsregister stehst und so. Aber wenn du ein Depot möchtest, dauert das deutlich länger, weil dafür brauchst du tatsächlich eine Steuernummer und eine Handelsregisternummer, sonst kriegst du bei den ganzen Brokern kein Depot. Das heißt, wenn du sie jetzt für Immobilien brauchst oder operativ, bist du schneller bereit, als wenn du noch eine Depoteröffnung brauchst. Ja, und würdest du empfehlen, dass man pro Gegenstand eine eigene GmbH gründet oder kann das auch eine Mischung sein? Also, dass ich die benutze für mein Depot, für meine Immobilien, für was auch immer? Das muss ich ein bisschen ausholen. Also generell ist es sinnvoll, es ist auf der einen Seite sinnvoll, so wenig GmbHs wie möglich zu haben, weil jede GmbH ja diese 2.500 bis 3.500 Euro kostet. Ja, also wenn ich jetzt für jede Eigentumswohnung eine eigene GmbH mache, dann habe ich auf jeden Fall keine Rendite mehr. Auf der anderen Seite muss man sagen, eine GmbH schränkt ja auch Haftung ein. Und ich würde zum Beispiel immer empfehlen, operative Geschäfte, wo ich langfristige Verbindlichkeiten eingehe, wo ich Mitarbeiter habe oder andere Risiken von meinem Vermögen, also zum Beispiel meinen Wertpapieren, zu trennen. Und dann macht irgendwann auch so eine Holdingstruktur Sinn. Ja, dann gibt es dazu nochmal, und dann sehe ich persönlich übrigens diese 2.500 Euro immer als eine Versicherung. Ja, ist die Versicherungsgebühr dafür, dass wenn mein Immobilienprojekt kaputt geht, meine Wertpapiere nicht kaputt gehen. Und dann gibt es noch einen steuerlichen Aspekt. Prinzipiell kann man alle Tätigkeiten miteinander kombinieren. Man kann also Wertpapiere handeln und Ausgangsrechnungen für Produkte schreiben mit der gleichen Gesellschaft. Es gibt aber eine Ausnahme, und wo man sehr aufpassen muss, und das sind Immobilien. Denn Immobiliengesellschaften können sich von der Gewerbesteuer befreien und zahlen dann nur noch Körperschaftssteuer, also 15% plus Soli. Dafür ist aber wichtig, dass die müssen einige Regeln beachten und eine davon ist, die dürfen keine Ausgangsrechnungen schreiben. Also du darfst dann über so eine Immobiliengesellschaft keine Produkte verkaufen oder keine Dienstleistungen, sonst verlierst du die Gewerbesteuerbefreiung. Du darfst aber Immobilien und Wertpapiere kombinieren. Das ist tatsächlich auch so, wenn man bei uns bestellt, gibt es so eine Frage, wo man sagt, wofür willst du die GmbH nutzen, und dann klickst du das an. Und wenn du operativ und Immobilien anklickst, kommt immer ein dicker Warnhinweis. Von daher muss man sich das immer angucken, aber wir beraten dazu auch immer gerne. Wie geht man denn vor, wenn man jetzt sagt, also man macht jetzt mal so im Kopf Bestandsaufnahme und findet sich dann halt bei dir wieder, dass man sagt, jawohl, ich habe so ein entsprechendes Depot in dieser Größe oder ich habe Immobilien oder ich habe beides oder. Und jetzt zieht man in Betracht, dich zu beauftragen. Wie gehe ich da am besten vor? Also prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten. Also es läuft alles über unsere Webseite, also right.capital. Und man kann dann da entweder, wenn man sich noch nicht sicher ist, direkt ein Erstgespräch vereinbaren. Und dann spricht man mit einem unserer Mitarbeiter und geht dann auch mal den Fall durch. Oder man kann tatsächlich sofort entweder den Admin-Service für seine bestehende GmbH bestellen oder den Gründungsservice. Das geht direkt von unserer Webseite. Und wenn man dann auch wenn man jetzt vorher keinen Beratungsbedarf hat und direkt bestellt, kriegt man dann aber auch sofort einen Ansprechpartner zur Verfügung, der einen dann Schritt für Schritt da durchführt, sowohl durch den Admin-Service als auch durch den Gründungsservice. Wie lange dauert der Moment eine Gründung?
Wie gesagt, es hängt ein bisschen davon ab, wofür du es nutzen willst. Eine Immobilien-GmbH ist schneller einsatzfähig als eine Wertpapier-GmbH. Wertpapier-GmbH dauert am längsten. Und weil man da eben auch auf die Steuernummer wartet. Und wir haben sehr unterschiedliche Erfahrungen mit den Finanzämtern in Deutschland gemacht. Also manche sind langsam, andere sind noch langsamer. Covid hat da auch nicht geholfen und die deutsche Verwaltung ist ja eh hoffnungslos. Aber in der Regel 8 Wochen. Okay, also der Handelsregistereintrag. Ja, Handelsregister ist gar nicht das Kritische in unserer Erfahrung, sondern die Steuernummer ist in der Regel das, was am längsten dauert. Okay, und erst wenn man die Steuernummer hat, kann man ein Depot eröffnen. Also dann will ich jetzt nämlich mal eine Lanze für Kassel brechen. In Kassel ist das Finanzamt schnell und das Handelsregister ist manchmal schnell. Also das ist eins der schnellsten Handelsregister, die wir kennen, ist Berlin. Da braucht das Handelsregister in der Regel 2 Wochen. Dafür sind die Finanzämter hier nicht schnell. Und es hilft auch nicht, also es müssen beide schnell sein, damit man auch schnell eine GmbH kriegt. Aber tatsächlich ist die Varianz bei den Finanzämtern deutlich größer. Also wir haben viele sehr, sehr schlechte Finanzämter in Deutschland. Also dann nochmal für Kassel. Mit Kassel bin ich sehr zufrieden. Also falls das jemand hier aus Kassel sieht, ein Finanzbeamter, wenn Frau Ruse irgendwo draufsteht, die mag das Finanzamt Kassel. Und das Finanzamt mag auch dich. Das hoffe ich. Ich bin immer nett und freundlich. Ja, die sind wirklich super. Also da kann ich wirklich, auch wenn man Fragen hat oder so, die sind, also ich habe hier in Kassel noch keine schlechte Erfahrung gemacht und ich bin ja nur schon über 27 Jahre Unternehmerin. Also Kassel ist wirklich, gibt nichts zu klagen. Ist ja auch mal nett, ne? Wenn man also alle nach Kassel ziehen und dort gründen. Oh ja. Dann muss ich aber kurz auch mit dem Bürgermeister hier sprechen, dass wir da mal so ein kleines Abkommen haben. dann können alle hierher kommen. Kann ja nicht schaden. Ich fand das jetzt, was wir gesagt haben, was du gesagt hast, schon ganz spannend. Gibt es noch was, wo du sagst, da sollten wir jetzt auch mal drüber sprechen? Das ist jetzt nochmal wichtig zu wissen. Also ich kann tatsächlich, also eine der einfachsten Arten, Geld anzulegen, ist ja tatsächlich in Aktien. Und ist ja viel einfacher als Immobilien, weil Immobilien sind ja so big, chunky und slow. Du weißt, ich bin auch großer Immobilienfan, aber Aktien sind halt einfach. Und gerade Aktien sind tatsächlich sehr, sehr vorteilhaft in der GmbH, weil ich durch diesen Paragraph 8b Körperschaftssteuergesetz den Vorteil habe, dass 95% der Veräußerungsgewinne steuerfrei sind und ich dadurch am Ende beim effektiven Steuersatz von 1,5% lande. Zu uns kommen immer wieder Kunden, die haben 400.000, 600.000, 1 Million im Privatvermögen und wollen aber noch lange weiter anlegen. Und das ist tatsächlich einen der größten Steuerfehler, den wir immer sehen. Und wir haben bei uns auf der Webseite gibt es so einen Punkt GmbHs für Aktien und da ist unser Aktienrechner drin. Und der vergleicht den Aufbau und die Liquidation eines Aktienportfolios im Privat- und Betriebsvermögen. Und dem möchte ich jedem ans Herz legen, weil der wirklich ganz glasklar beantwortet, ob sich für meine Situation die GmbH lohnt oder nicht. Aber man kann da einfach extrem viel Geld auf dem Tisch liegen lassen, wenn man steuerlich falsch aufgestellt ist. Und ich kriege immer wieder eine Krise, wenn ich hier Kunden sehe mit 7-stelligen Vermögen, die alles im Privatvermögen haben, weil die einfach irgendeine Flitzpieper als Steuerberater haben, der einfach nicht beraten hat. Ja. Das tut mir mal so leid, weil das ja für die Kunden teilweise wirklich auch einen Unterschied in der Lebensqualität macht. Ja, ja, das kann sich schon mal auszahlen, ne? Gerade wenn das Vermögen so groß ist. Ich habe in der Tat auch Kunden, die sehr vermögend sind, die aber auch leider sich auch nicht informieren, sondern das ist irgendwie so der Klassiker. So, ich glaube, was ganz viele scheuen, und da seid ihr ja quasi die richtige Schnittstelle für, ist einfach der Aufwand, ne? So eine Bilanz erstellen. Wer das schon mal gemacht hat, das ist jetzt auch nicht so spaßig. Oder dass die Leute sagen, ja okay, jetzt habe ich eine GmbH, aber da muss ich ja jeden Monat irgendwie muss ich was machen und die Bilanz muss ich machen und so weiter. Und das ist ja ein super Service, den ihr anbietet, weil da könnt ihr ja schon mal einen riesengroßen Aufwandsbatzen von vornherein abnehmen und sagen, ihr müsst ja im Prinzip muss man ja nur bezahlen. Man muss bezahlen und man muss einmal eine Vollmacht beim Notar teilen. Das dauert wieder 5 Minuten.
Und man muss bei der Bankkonto und bei der Depoteröffnung einmal dieses Videoident machen. Ja, aber darauf beschränkt es sich dann auch. Und wir versuchen immer wenn wir etwas nicht selber machen können, helfen wir, wie zum Beispiel beim Videoident-Verfahren und erklären das genau. Aber alles, was wir machen können, ohne den Kunden zu nerven, halten wir auch vom Kunden fern und machen es einfach. Das finde ich besonders attraktiv, ehrlich gesagt, weil das sind einfach Arbeitsschritte, die ja nervig sind, und auch so Bilanzen erstellen stehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Das ist nicht so spaßig. Das machen bei euch aber Steuerberater, oder? Ja, es ist in Deutschland ja so, Steuerberatung ist ein verkammerter Beruf, darf auch nur von Steuerberatern gemacht werden. Aber es gibt halt das erste Problem mit den Steuerberatern ist, dass sie oft Kapitalvermögen und vor allem Wertpapiere überhaupt nicht Teil der Ausbildung. Also auch ein Steuerfachangestellter oder so lernt nichts über Wertpapiere. Weil, ich muss ja überlegen, die meisten Firmen sind ja operativ und das ist irgendwie Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung, Abschreibungen und dann bist du fertig. Und wir haben eben ein Netzwerk aufgebaut aus Steuerberatern, die a, alle selber am Kapitalmarkt tätig sind und zweitens sich sehr gut mit Kapitalvermögen auskennen. Und mit denen haben wir dann eben eine Lösung entwickelt, die dann sehr technisch ist, also sehr softwarelastig. Das ist tatsächlich so, alle Steuerberater haben Login zur Right-Plattform, alle Kunden haben Login und das erfolgt alles ganz digital. Also bei uns steht explizit in den Mandatsverträgen drin, dass kein Austausch von Papier erfolgt. Also man kriegt auch keine gebundene Bilanz mehr zugeschickt, sondern man hat das eben alles auf der Softwareplattform. Und die Leistung wird aber tatsächlich von den Steuerberatern erbracht, die allerdings wieder von uns die Technologie einkaufen. Und das ist dann so eine Dreierkonstellation. Ja, lieber Felix, ich finde das ganz spannend. Und ich finde, das ist ein Thema, womit man sich mal beschäftigen sollte, gerade wenn man schon ein bisschen größeres Vermögen hat. Und euer Service ist ja Zeit sparen, das finde ich immer super. Und wenn man dann noch lästige Arbeiten abnimmt, das ist noch besser. Ich danke dir an dieser Stelle, dass du uns euer Konzept näher gebracht hast. Wir werden auch nochmal den Firmenlink zu diesem Rechner auch verlinken, wo jeder mal so ein bisschen spielen kann und gucken kann, kommt das für mich in Frage oder nicht in Frage. Dann ja dein Angebot, dass man euch auch kontaktieren kann, wenn man Fragen hat, ob es passt oder ob es nicht passt. Ja, und das letzte Wort, das gehört jetzt dir, lieber Felix. Ich kann, wie gesagt, nur erstmal vielen, vielen Dank sagen. Und ich hoffe einfach, dass wir zusammen zukünftig, zum Beispiel auch durch dieses Video, es vermeiden können, dass Leute einfach so teure Fehler machen. Ja? Also um es ganz klar zu sagen, jeder Deutsche kann eine GmbH gründen. Das ist nichts Elitäres. Und am Ende ist es eine einfache mathematische Rechnung. Ist die Steuerersparnis und die Kostenverschiebung mehr wert als die laufenden Kosten der GmbH? Und das ist alles. Also es ist eigentlich eine sehr nüchterne Entscheidung. Und ich freue mich, wenn wir zusammen einfach Menschen das näher bringen und die Angst davor nehmen, weil das halt für manche wirklich ein teurer, falscher Fehler ist. Ja, darauf freue ich mich auch. Und wer möchte, kann natürlich auch mich kontaktieren. Dann würde ich den Kontakt dann zu dir weiterleiten. Aber wer vorab Fragen hat und sagt, wie ist das denn mit so einer GmbH, da kenne ich mich ja so ein bisschen mit aus und dann würde ich das dann endlich weiterleiten. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und dann wünschen wir euch jetzt noch eine schöne Zeit. Bis dahin. Und dir nochmal vielen Dank. Gerne.